Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 4. In der letzten Folge haben wir Helmsklamm bzw. Heldenklamm vernichtet, haben ein paar neue Tricks gelernt bzw. ein paar neue Gebäude bekommen, unter anderem die Arena und die Dingens, die sag schon. Die Mana-Grube, also die Halle der Entspannung oder wie auch immer es hieß. Und außerdem haben wir die Sukuben bekommen. Sukubi. Ich weiß nicht, zwischendurch klingt Sukuben der bessere. Oh Gott, das ist jetzt nochmal das Fachwort für Mehrzahl. Egal. Also Mehrzahl von Sukubis ist Sukubi. Mein Hirn ist schon wieder. Es ist schon 23 Uhr, deshalb tut mir leid. Aber Sukuben klingt zwischendurch nach dem sinnvolleren Namen oder dem passenderen Namen. Oh gut, wir haben den Aufstieg vor uns. Talia machte sich daran, den Gipfel des Berges zu erklimmen, um dort auf den ehrwürdigen Rat der Schnodderlinge zu stoßen. Doch das unwirtliche Gelände wurde von tosenden Stürmen heimgesucht und war die Heimat starkköpfiger Zwerge. Das ist natürlich doof, dass wir uns vor allem auf Zwerge konzentrieren müssen. Das heißt, wir brauchen die Horde, obwohl wir ja das Upgrade bekommen haben, auch in der letzten Folge, dass wir Dämonen günstiger erforschen können. So, gucken wir erstmal. Wir müssen das Level abschließen. Wir müssen 10 Helden mit Dynamit vernichten. Okay. Und keine Einheit dem Sturm aussetzen. Okay. Und wenn wir nur mit Horde-Kreaturen spielen, was Sinn macht, kriegen wir die hordische Effizienz. Da brauchen wir die dämonische Effizienz nicht. Da könnten wir trotzdem einsetzen, aber warum sollten wir? Ach du schon wieder. Warum dauert das alles so lange? Los, bewegt eure Trägerschirm und bringt das Dynamit hierher, damit wir dieses vermaledeite Artefaktding aus dem Boden holen können. Aber der Sturm, Milady Königin! Wie sollen wir bei diesem Unwetter arbeiten? Ach, nenn mich noch einmal Lady, da kannst du dir einen Arzt suchen, der dir meinen Stiefel aus dem Hintern rausoperiert. Das bisschen Wind ist doch kein Sturm, ihr Weicheier! Außerdem suchen wir doch nach diesem Artefakt, damit es euch Püppchen vor dem Wind schützt. Los jetzt! Bringt das Dynamit hierher und macht ein bisschen Feuerwerk! Während die Zwergenkönigin in den Bergen graben ließ, hatte Talia einen Teil des Aufstiegs zum Gipfel hinter sich gebracht. Puh. Was bitte heißt hier? Teil des Aufstiegs? Oh. Ich habe ja gerade mein Cardio-Training für die nächsten 3 Jahre absolviert. Kommt es mir nur so vor? Oder klettere ich in jedem verdammten Teil dieser Serie auf irgendeinen Gipfel? Wichtige Dinge hatten scheinbar ein Faible dafür, sich an entlegenen Orten zu verstecken. Und der Rat der Schnodderlinge machte da keine Ausnahme. Talia musste die Spitze des Berges erreichen. Dort würde sich der Rat der Schnodderlinge finden lassen. Zugang musste sie sich über das verwinkelte Höhlensystem verschaffen. Aus diesem Grunde und natürlich wegen der vielzählig auftretenden Helden war es unumgänglich, einen Dungeon hier zu errichten. Okay, gute Sache. Dann kann ich kurz verschnaufen. Los, los, Kreaturen, ihr seid dran. Grabt Gänge, findet Zwerge und zieht ihnen die Bärte lang. Sieht auch aus. Ja, wir haben schon einen Start mit 16 Schnodderlingen. Das ist nett. Ich weiß nicht, irgendwie die Anordnung hier ist genau die gleiche wie in der letzten Mission. Finde ich ein bisschen weird, aber gut. Ich würde erstmal mehr Schnatterlinge. Schnatterlinge verbessern. Weil wir schnell auf die Stufe 3 kommen wollen, um den Stein abzubauen. Hier
ist Mana. Das ist auch das Einzige, was wir noch groß erforschen müssen außerhalb von Hordensachen. Bei den Dämonen können wir das Mana erforschen bzw. zaubern. Das wird sinnvoll. Und wir erweitern mal das Heim der Gurus. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann mehr Gurus bekommen. Ich habe eben ein bisschen in meinem Handbuch Horde verheizen für Könner geschmückert und dabei etwas über eine Trankhütte gelesen. Die Trankhütte war ein schamanistischer Ort der Horde. Schnodderlinge konnten dort Tränke herstellen, die ähnlich wie Zauber verwendet werden konnten. Und das erfahre ich erst jetzt? Verdammt, das Ding hätte ich schon vor 5 Missionen brauchen können. Damit hätte man mich doch wahrscheinlich aus dem verdammten Käfig ätzen können. Los, Schnodderlinge, baut eine Trankhütte, puncht Zeug zusammen und verkauft es als Energy Drink. Yeah. Ich habe ja fast vermutet, dass es da um die Bierhalle geht. Aber scheinbar ist das Bier in diesem Spiel nicht mehr drin. Gucken wir mal. Okay, die verbessern die Einheiten. Einfache Tränke. Kreaturen vergessen ihre Bedürfnisse. Raumeffizienz verbessern. Okay, witzig. Der Erdenfraßtrank gräbt halt in einem betroffenen Gebiet Steinen ab. Gut, die Schleimbarriere, naja. Und dann noch die komplexen Tränke, hordische Stärke, Schadenserhöhung und Rüstung. Gegner, also ein Dot. Erde im Wirkungsbereich zu Goldadern werden lassen, ist natürlich witzig. Explosionen und Perktränke. Ja, die Perktränke haben wir in der letzten Folge auch schon gefunden. Allerdings, halt so als. Oi, Jungs, ja. Zufällig getroffen, zufällig gefundenes Zeug. Werf den Müll zurück ins Tal. Ha, diese widerwärtigen Gutmenschen. Gutzwerge. Ach, was auch immer. Die haben keine Chance gegen mich und meine Kreaturen. Vorwärts! Macht sie fertig! Wascht ihnen die Gesichter mit Seife! Malt ihnen falsche Schnurrbärte ins Gesicht! Ja, das mit dem, dass die keine Chance haben, sehe ich auch so. Erstmal ein paar Leute holen. Dann vielleicht mal das Ganze, den Raum hier noch ein bisschen erweitern. Dann sollten wir mal die Trankhütte bauen. Es ist Zahltag. Hier könnten natürlich auch diese Mana-Linge, die wir auch in der letzten Folge kennengelernt haben, drin sein. Das wissen wir natürlich nicht. Noch nicht. Das erweitern wir mal. Ja, die Schatzkammer brauche ich nicht erweitern. Ich baue dann irgendwo später mal noch einen zusätzlichen. Hier würde ich ein Arcanium reinbauen. Hätte den Vorteil, dass wir das Mana da sehr schnell mit reingebaut bekommen, also reingetragen kriegen. Die beiden Wände bauen wir dann gleich wieder auf. Wir wollen unsere Räume ja schön getrennt haben, weil sonst, das macht sehr ineffiziente Räume, wenn wir mehrere Räume in eine Höhle bauen. So, kommen die jetzt mal? Ich wollte gerade sagen, die haben sich ganz schön Zeit gelassen, die uns nerven. Ja. Die Flammenwürfe von denen sind natürlich ein bisschen fies. Schnodderlinge konnten dort nun an einem Alchemie-Kern.
Kessel wunderbare Tränke herstellen. So, ihr levelt ein bisschen. Funktioniert denn der Chemiekessel jetzt? Der baut einfach jetzt Tränke und dann können wir später sozusagen die verschiedenen Tränke auswählen und bauen. Da geht es einem auch nicht so gut. Das hat sich ja bald wieder. Ein tosender Sturm brauste über das Gebirge. Egal ob Helden oder Kreaturen, sie alle wurden durch die starken Winde massiv behindert. Vielleicht gab es dieses Artefakt, von dem die Zwergenkönigin gesprochen hatte, ja wirklich. Verdammt großer Zufall, dass dieses Artefakt hier irgendwo zu finden sein soll. Genau da, wo wir es brauchen. In der Tat. Aber für übermäßige Kreativität waren die Schreiberlinge dieser Serie noch nie bekannt. Ah, auch wieder wahr. Immerhin ist das ja gut für uns. Wenn es das Ding hier zu finden gibt, werde ich keinen Schnodderling ruhen lassen, bis es ausgegraben wurde. Ich gönne mir aber zwischendurch mal ein kleines Päuschen. Der erste hordische Trank blubberte fröhlich vor sich hin und wartete darauf, von dem tränkewerfenden Bösen eingesetzt zu werden. Ja, später. Erstmal noch ein bisschen Gold ausbuddeln. Denn daran mangelt es uns gerade noch so ein bisschen. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Drei Perks. Physische Empfindlichkeit. Die Kreatur macht getroffene Ziele für 5 Sekunden empfindlicher. Okay, das könnten wir für einen Goblin nehmen. Dann haben wir Rüstung. Das kriegt wieder Morg. Und also, ne, gib mir den. Hey. Dann bring ihn halt erstmal weg. Dann nehme ich ihn mir halt später. Mimimi. Oh, es kommt scheinbar gleich eine Karawane. Und hier unten passiert auch was. Nun war ein guter Zeitpunkt, die Oberfläche zu betreten, um dort Bösartigkeit zu verdienen. Was? Jetzt? Aber ich habe mir doch gerade einen Kakao mit Einhorn-Marshmallows... Ich meine, völlig richtig. Das habe ich mir auch gedacht. Vorwärts, Kreaturen! Raus in die Kälte mit euch! Brandschatzen, plündern, Wegmarkierungen versetzen! Haha! Okay, den Bonus-Damage auf dir. Dann dafür brauche ich Stufe 2. Und Bösartigkeit. Na toll. Das brauche ich ja alles nicht erforschen, weil wofür? Hier noch ein paar Sachen, die ich ohne Bösartigkeit mir kaufen kann. Sieht alles gerade nicht danach aus. Doch die Türen. Türen sind sinnvoll. Wir haben ja auch schon ein paar Kisten. Oh, es gibt sogar mittlerweile auch ein paar mehr Türen. Also gibt's die doch noch. Kreaturen holen sich ihren Sold. So, jetzt muss ich mal überlegen. So, da können wir die Arena reinbauen. Die würde entsprechend 6 Kampfringe auch beinhalten können. Das ist ja nicht verkehrt.
Nordische Geschwindigkeit können wir herstellen. Bringt uns gerade wenig. Ist gar nichts, aber hey. Ich hätte halt gern noch den hier. Einfach mal ein bisschen mehr Produktivität für den Raum. Gerade für diesen Raum hier. Ich könnte doch einfach mal noch eine Maschine reinsetzen, ne? Was soll denn der Geiz? Senkt zwar die Kapazität, aber 63 Kisten sind trotzdem ordentlich. So. Schnatterlinge. Na gut, das Upgrade brauchen wir halt leider noch. So, jetzt ist die Frage, wo die Karawane auftaucht. Vor allem müssen wir uns dann beeilen, weil wir nur 2 Minuten haben, bis die... Bis der Sturm anfängt und wir wollen keine Kreatur im Sturm haben. Das kriegen wir abgefangen. Vor allem, wenn wir Glück haben und hier befinden sich keine Gegner. Natürlich befinden sich hier aber noch Gegner. Aber zumindest nicht viele. Die 2 Dryaden sind zwar nervig. Ist auch fies, dass hier oben gar nicht wirklich die Zwerge agieren, sondern Elfen und Menschen. Während wir nur mit der Horde agieren. Was uns... zwar nicht einem, also was uns keinen Nachteil gibt, aber wir können halt auch nicht den Vorteil ausnutzen, dass wir mehr Schaden gegen die Kreatur machen können. Naja. Aber guck mal, zumindest hier sind ein paar Dingens bei. Und mit ein paar Dingens meine ich natürlich Zwerge. Eure Feinde sind im Dungeon. Ah, die sind nicht an uns vorbeigeschlichen, das Herz. So, Beeilung, Beeilung. Erstmal die hier noch ausschalten, bitte. Ganz schnell. Schön. Ach nö. Und ein. Das schnell laufende Böse hatte hordische Geschwindigkeit auf seine Kreaturen angewendet, damit sie noch schneller auf den Feind zulaufen, abermals so ein tosender Sturm. Okay, das ist schon. Nee, dann das möchte ich nicht. Nee. Ah, komm. Pfeif drauf, das, dann... ja, komm. Greifen wir auf das Achievement. Und dann muss ich das halt privat noch machen. Aber das ist ja nicht das Problem. Ich werde das Spiel wahrscheinlich dann eh nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad irgendwann durchspielen. Und wahrscheinlich eh wie auch bei den Vorgängern noch die ihnen alle Achievements mir schnappen, weil was das angeht, bin ich gerne konsequent. Wenn ich das bei einem Spiel mache, dann mache ich das gerne auch bei den anderen Spielen. So, habe ich die Arena überhaupt schon freigeschaltet? Ja, habe ich. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Habe ich natürlich trotzdem das Arcanium wieder vergessen, ich Idiot. Ja.
Das ist jetzt ungünstig. Ich sollte echt mehr darauf achten, wann der nächste Zahltag ansteht. Zahltag. Okay, suchen wir mal weiter nach den nächsten Ausgängen. Müssen ja eigentlich sich irgendwo auch noch hier befinden. Ich denke mal, dass wir, wenn wir uns hier durchbuddeln, auch zu noch mindestens einem kommen. Wurde im Dungeon aufgedeckt. Ja, das sieht doch schon fast nach. Hier warten Marlinge auf uns aus. Der Sturm hatte an Kraft verloren. So, und da bauen wir dann die neue Schatzkammer rein, weil das kleine Ding halt schon echt viel zu klein ist. So, und dann gehen wir mal eben hier aufräumen. Ich wollte eigentlich gucken, aber es hat jetzt gerade nicht funktioniert. Na. Okay, jetzt wird es gerade unangenehm. Gucken. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Ach Mensch. Mach doch sowas nicht. So, wir würden mal eben fix hier noch die Bösartigkeit einsammeln. Die brauchen wir. Und dann ab nach Hause. Oh, der Mana-Ling ist sogar schon Stufe 2. Das ist unangenehm. Aber apropos Mana. Und dann das Arcanium. Hier wieder so gesehen haben wir zu wenig Gold, aber das findet sich schon noch irgendwo. Die Frage ist, wo außer hier? Das sich stark einschränkende Böse hatte lediglich Zugriff auf Heiltränke. Durch weitere Forschungen konnte es die Produktion noch mächtigerer Tränke in der Trankhütte anstoßen. Oh, das ist schon klar, aber wofür gerade? So, können wir mal hier das Heldencamp noch aufräumen. Dann haben wir auch genug Bösartigkeit, um die Schnörderlinge nochmal zu verbessern. Und dann können wir uns hier oben die Goldgrube schnappen. Ich finde es auch schön, dass die gegnerischen Helden auch durch die Stürme einfach Schaden bekommen. Das macht das Leben für uns wesentlich angenehmer. Und dann hoffe ich, dass der nächste die nächste Karawane auch wieder da lang läuft, weil ja, ich habe keine Lust jetzt noch über die halbe Map zu laufen. So. Wichtig. Schnörderlinge. An die Arbeit.
überhaupt schneller hier, bitte? Eine Goldader, wo ein Sturm würde bald aufziehen. Ohne den Schutz eines Artefakts würde es für die Kreaturen des bibbernden Bösen sicher ungemütlich werden dort draußen. Ja, würde es, aber da wir gerade nicht draußen sind, ist ja alles noch, ne? Hier ist noch nicht der Teil, den ich erwartet habe. Da kann sich mal ein Schnörling dran machen. Dann hätte ich gerne hier noch eine Tür und entsprechend auch mal die Trainingsgeräte. Ein weiterer Sturm zog auf. Oh, die Karawane taucht im Sturm auf. Das ist natürlich auch unangenehm. Also für die Karawane primär. Der Sturm wütete unermesslich. Einer der Helden konnte der Kälte nichts mehr entgegensetzen. Ja, hier. Das ist ja witzig. So, das Dynamit sollen wir nutzen. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Na, guck mal, ein paar Kisten ist doch nett. Nehmen wir gerne mit. So, hier war das Dynamit, glaube ich, ne? Muss auf jeden Fall mal hin. Mehr Gold. Mehr Gold ist mehr gut. Ja, guck mal. Die läuft halt echt durch den Sturm, ne? Hm. Ja, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Was bist du denn? Kristallgolem. Ach, kann es sein, dass wir... Ne, du bist ein gutes Wesen. Interessant. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass wir von ihm das Artefakt bekommen. Also diesen. Das, was uns immun gegen. Dingens macht. Gegen den Sturm. Der Sturm ließ nach und zog weiter. Okay, dann hört bitte mal auf, das hier abzubauen, falls da Mannerlinge drin sind. Wir sollten uns beeilen, um die Karawane aufzuhalten. Aber wir können ja glücklicherweise jetzt einfach hier unten lang laufen. Kürzerer Weg heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie abfangen, ist sehr hoch. Was ist das für ein Hammerturm? Das ist ganz schön Hammer. So, wir haben den Wagen schon überholt. Perfekt. Ich frage jetzt, ob hier stehen. Ja, natürlich stehen da Gegner. So, Talia, genau. Aber wir können. Können wir die Sache wieder auf Autocast setzen? Weiß ich nicht, ob ich das möchte, ehrlich gesagt. Weil die ja doch schon teilweise so ist nicht krass viel Bösartigkeit kosten, aber schon ein bisschen was. Und Bösartigkeit ist halt leider Mangelware in vielen Fällen. Jetzt gerade geht's, aber können die Bösartigkeit dann auch mal nutzen, um die Zauber freizuschalten. Das forschende Böse hatte nun Zugriff auf Tränke. Einfache Tränke.
Schnodderlinge würden von nun an ab und an auch solche produzieren. Das komplexe Böse hatte nun Zugriff auf komplexe Tränke. Schnodderlinge konnten diese von nun an auch in der Trankhütte zufällig herstellen. Ah, okay, so funktioniert das mit den Tränken. Also die produzieren einfach zufällig die Tränke, die wir haben wollen. Also, die wir freigeschaltet haben, so. Das artefaktlose Böse hatte immer noch nicht besagtes Artefakt hier ausgegraben. Das war traurig. Würde es doch den Aufstieg zum Rat der Schnodderlinge massiv erleichtern. Manche von uns haben eben Wichtigeres zu tun. Es kann nicht jeder von uns in einem warmen, behaglichen Tonstudio sitzen, seinen Tee schlürfen und die Zeit zwischen zwei Zigarettenpausen mit sinnlosem Gebrabbel füllen. Oh? So, die Frage ist jetzt, wie... Die Kreaturen des sprengfreudigen Bösen hatten einen Wagen voller Dynamit entdeckt. Schwache Gesteinsformationen konnten damit aus dem Weg geräumt werden. Ha! Wunderbar! Wenn jetzt noch Tristan da wäre, dann könnte ich ihn auf den Wagen binden und dann... lassen wir das. Große Explosionen machen auch so schon Spaß. Los, sprengen wir etwas in die Luft! Hm? So... Nee, das ist alles nicht, was ich in die Luft jagen will. Ich will gerne möglichst viele Helden in die Luft jagen. Perfekt. Denn das war ja auch eines der... Ach so, haben wir schon, okay. Ja, und das haben wir schon verkackt, also... Dynamit brauchen wir, um halt die Eingänge, nicht? Ah, da hinten zum Beispiel die... Ah, damit kommen wir zu dem Dingens. Okay, dann könnt ihr mal eben kurz nach da das gehen. Das Gestein dort sah etwas porös aus. Mit Dynamit konnte man dieses vermutlich aus dem... Talia und das sprengwütige Böse hatten mit dem gefundenen Dynamit ein paar Steine aus dem Weg gesprengt. Nach guter alter Computerspiellogik purzelten aus dem gesprengten Gestein einige Schätze heraus. Wunderbar. Das haben wir uns für die harte Arbeit echt verdient. Dafür sollte es ein Achievement geben, finde ich. Tja, wer sagt's denn? Ich liebe Computerspiele für ihren wichtigen kulturellen Beitrag. Los, lasst uns noch mehr Steine in die Luft sprengen. Na, wir fangen jetzt mal mit den Viechern an. Der Victor. Toll. Kann sich teleportieren, das ist ja unhöflich. Abermals suchte ein brosender Sturm das Gebirge heim. Okay. Dann sollten wir uns mal kurz verpissen. Das hatte ich nicht mehr, da hatte ich nicht drauf geachtet gerade. Was läuft denn hier eigentlich? Warum läuft da ein Mann an den Grund? Talia, mach mal kaputt. Des Weiteren, das Chemielabor können wir, das Tranklabor, wie auch immer, ein bisschen erweitern. Wir werden nachher nicht mehr das Problem haben, dass uns die Bösartigkeit ausgeht, das wäre unschön. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Das überrascht mich nicht. Ich habe mit mehr in diesem Block hier gerechnet, ehrlich gesagt.
Okay. Oh, sonst gerade was. Nee, da kommt ein Gegner, das ist ja nett. Das ist eine Verwechslung für unsere Truppen. Bei Abwechslung glaube ich nicht, dass das, was unsere Kreaturen gerade haben wollen, aber hey. Stört mich das? Nein, auf keinen Fall. Der Sturm hatte an Kraft verloren. Das ist gut. Kann ich hier... Ja, hier kann ich ein Portal hinsetzen. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Verkürzt den Weg bis zum Dingens schon mal ein gutes Stück. Hier zu dem Elementar. Wollen wir mal eben das ist natürlich auch ungünstig, dass jetzt zwei unserer Heilerinnen so weit hinten sitzen. Oh, das Viech heilt sich. Das ist aber nicht nett. Ey, du wurdest festgehalten. Wieso kannst du dich nach raus teleportieren? Das ist sehr unhöflich. Weil du dich aus der Arena raus teleportiert hast, oder? Hey, das ist doch wieder so eine Gesteinsformation, ich mit Dynamit wegsprengen kann, oder? Ha, wunderbar! Endlich passiert hier mal was! Ist ja sehr unhöflich. Weil sich das Viech rausteleportiert hat, hat sich das einfach vollgeheilt. Das geht ja so nicht. Eure Goldader ist fast erschöpft. Oh, das ist okay. Ja, ich habe gerade mal die Kreaturen treffen lassen, weil war jetzt nicht mehr so viel Leben, was es hatte. Oh, hier sind zwei Elitehelden. Könnte unschön sein, muss es aber nicht. Lass mich raten. Das kann wirklich nur das Dynamit wegspringen. Oh, da tut uns ja jemand einen Gefallen und bringt uns Bösartigkeit. Da werde ich mich doch bedanken für. Das brauchen wir auch gar nicht weiter leveln. Weil sowohl die Dämonen als auch die Untoten brauchen wir nicht trainieren. So, wir haben den Gifttrank einmal bekommen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Das ist jetzt unangenehm, aber nicht so schlimm. Wir finden schon noch ein paar. So auf sie, macht sie platt, würde ich sagen. Wo sind unsere Nagas eigentlich oft so weit hinten? Okay. Haben wir also auch diesen Transport wieder aufgehalten, sehr schön. Jetzt dieses Dorf hier. Weil ich da, bevor wir das Dorf groß einnehmen können, ein Portal setzen werde und zurückkehren, weil wegen der Sturm macht schon ganz ordentlich Schaden. Na, guck mal, hier ist doch nochmal eine Goldader. Oh, hier ist sogar mehr als nur eine Goldader. Nicht
da gleich noch eine Tür mit drin. Da haben wir eine Tür, sehr gut. Na komm, wir könnten eben noch die Statue hier kaputt machen. Das stinkende Böse hatte den Gifttrank eingesetzt und damit giftigen und leicht entzündlichen Nebel im Dungeon freigesetzt. Hörte sich das nicht nach Spaß an? Ja, weiß ich nicht. Leicht entzündlich könnte aber echt witzig sein, wenn man mit Dämonen spielt. Wenn das Ding wirklich leicht entzündlich ist und entsprechend dann eine große fette Explosion verursacht. Der Heldentrupp verlor eines seiner Mitglieder, als er von seiner unsympathischen und von Rache besessenen Anführerin gnadenlos weiterhin durchgetrieben wurde. Tja, schlecht für den Gegner, würde ich sagen. Gut für uns. So, wir können noch ein paar Kreaturen rekrutieren. Euer Portal wird angegriffen. Das ist jetzt aber nicht nett. Ich will das mal sein lassen. Na gut, schade. Na gut, dann ist das Portal leider weg. Das ist schade, dann müssen wir nämlich gleich den langen Weg wieder nehmen. Beziehungsweise wir können dann halt hier wieder ein Portal hinsetzen. Aber hey. Ist trotzdem ein längerer Weg als geplant. So. Dann sollten wir echt mal gucken, dass wir mal die nächsten Eingänge bekommen. Plempern hier, bisschen verplempern hier schon wieder viel zu viel Zeit. Wir das Ding einfach mal komplett auf. Was soll's denn? Euer Portal wird angegriffen. Wieder? Seriously? Der Sturm ließ nach und zog weiter. Machen wir sie kaputt. So. Dann machen wir jetzt hier das Ding ins Blatt. Aber scheinbar hat auch der Gifttrank auf das Gebäude, auf die Gebäude gewirkt, was ich interessant finde. Damit hätte ich nämlich nicht gerechnet. Hätte eher gedacht, dass das halt wirklich rein auf Helden geht. Ich könnte so einen Fusionstrank dahin setzen. Das bummschreiende Böse hatte den Explosionstrank eingesetzt und damit für einen effektvollen Knall gesorgt. Damit konnten nicht nur Gegner geschädigt, sondern auch leicht entzündliche Sachen in Brand gesetzt werden. Eine explosive Mischung. Das ist wirklich interessant, dass das auch so eine Kombi ist, scheinbar. So, mach mal bitte noch den zweiten Turm kaputt. Das ist halt das Problem, dass die Hordenkreaturen nicht so ganz so gut sind im Gebäude zerstören. Gut, die Gnome hier, ne, die nehme ich jetzt da gerade mal kurz ein bisschen raus. Aber unsere Dämonen sind natürlich die wesentlich effizienteren Zerstörer von Gebäuden. Gerade die Imps meiner Meinung nach. Halt, wir können doch hier die Bösartigkeit nicht liegen lassen. Das geht ja mal gar nicht. Und doch einfach mal, dass eben beides Halle der Bösartigkeit ist, die hier einfach zusammenführen.
Was soll denn der Geiz? So. Werd mal das Arcanium ein gutes Stück erweitern. Was bringt die Effizienz von der Goldkammer, also der Schatzkammer? Ah, okay. Goldarmen werden schneller abgebaut, wenn sie von einer Schatzkammer umschlossen sind. Das ist nice. So, Orks besser heilen. Mehr davon. Mehr EP. Und Lebensmaximum erhöhen wir auch. Erstmal die Dings noch verbessern. Die Gnome zu Koblenz. Glaube ich, oder? Ich glaube Goblin. Bin gerade ein bisschen schon doof. Quatsch. Goblin. Ja, Goblin. Goblin, Gnome. So. War gerade. Hirn hat ausgesetzt. Es ist Zahltag. Oh, dann lass es halt Zahltag sein. So eine Elite-Schützin. 100 HP, Halleluja. Ich will mich nicht unbedingt von dem Hammer vermöbeln lassen. Da kommt wohl einiges auf uns zu gerade. Da kommt mal kurz einen Tacken zurück, Leute. Und das Ding macht scheinbar keinen Friendly Fire. Das ist ja unhöflich. Ja, könntest du jetzt vielleicht mal Level 4 erreichen? Das stimmt mit dir nicht. Beim letzten Mal konnten wir das auch. Warum können wir es jetzt schon mal nicht mehr? Das macht ja gar keinen Sinn. So, erstmal hier den Heldeneingang holen. So, den Dungeon-Eingang. Hallo. Könnte mal... Abermals suchte ein tosender Sturm das Gebirge heim. Alles sehr ungünstig. Ein Held wurde von dem eisig kalten Sturm dahingerafft. Hallo, können mal alle sich bei Talia sammeln, bitte? Meine Güte. Okay, ich muss das Zelt zerstören, damit ich den Dungeon bekomme. Das ist ja... Ja, macht irgendwo schon Sinn. Das lasse ich ihnen, aber... Trotzdem. So. Aber die Arena ist zu klein. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Was? Warum? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warum? Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ja, das ist okay.
Aber trotzdem, irgendwie würde mich ein bisschen interessieren, woran die Naga gestorben ist. Sturm legt sich gleich, dann können wir aus dem Portal raus und direkt den Transport abfangen. Der Sturm hatte an Kraft verloren. Perfekt. Also, let's go. Ja, guck mal, der hat ja schon fast keine Dings mehr. Fast keine Begleitung mehr. Keine Eskorte. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Kriegen die Zwerge überhaupt noch Schaden? Keine Ahnung, es sah gerade irgendwie so aus, als würde sie keinen Schaden mehr nehmen. Okay. Dann. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir nochmal Dynamit bekommen könnten. Könnten wir uns halt. Hätten wir uns hier halt noch durchspringen können. Naja. Das dürfen wir nicht zumachen, das ist ja schade. Dann setzen wir da halt die Tür rein. Eine Tür rein, besser gesagt. Gut, können wir erst machen, wenn die Wände auch stehen. Können wir nicht vorher schon planen. Schade, aber gut, ist dann halt so. Ich meine, irgendwo kann ich es auch verstehen, weil wir könnten ja dann theoretisch auch die Mauern wieder abreißen. Aber dann kann man es doch auch so schreiben, dass das halt dann sagt, ja gut, dann brechen wir halt auch entsprechend die Tür ab. Apropos Tür. Guck mal, hier sind noch nicht mal neue Helden aufgetaucht. Schon ein bisschen schwach. Ein Halia und das erkundungsfreudige Böse hatten einen neuen Eingang auf der Oberwelt erkundet. Dieser würde ihnen Zugang zu einem bisher unzugänglichen Bereich im Untergrund gewähren. Sehr gut. Wir nähern uns langsam der Spitze von diesem verdammten Berg. Los, Kreaturen, räuchert die paar Zwerge aus. Haut sie platt an, klaut ihre Wandverzierungen. Ja, vor allem sollten wir erstmal gucken, dass wir die Verbindung zu unserem Dungeon hier herstellen, indem wir den Raum plätten und dann generell hier mal ein bisschen aufräumen. So, alles mal. Oh, nicht schlecht Schaden gemacht. Die Flammenwerfer sind halt nervig in unserem Dungeon, weil unsere Kreaturen ja leicht betäubt sind, wenn wir sie hinlegen. Aber hey. Oh, bist du schon wieder da? Warum hast du mittlerweile 10.000 Leben? Das ist schon ein bisschen frech. Dann mehr Schnodderlinge. Könnten wir die besseren Türen und bessere Fallen holen. Da können sich dann die Schnodderlinge später teleportieren. Das ist wichtig. Feinde haben den Dungeon betreten. Sowas geht noch. Das ist ja verrückt. Achso, ja, das ist der goldene Trank, genau. Warum war ich jetzt überrascht von dem? Ich weiß es nicht.
bin auf jeden Fall mal gespannt, wann wir die Kreaturen upgraden können. So, hier haben wir noch einen Eingang in Dungeon. Und hier werden wir schnellstmöglich bitte mal diese Zwerge los. Weil kann ja nicht angehen, dass die sich hier in meinem Dungeon breit machen. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Oh, guck mal. Was haben wir noch? Okay, das hätte ich gerne auf einem Gnom. Das umgrabende Böse hatte einen neuen Zugang zur Oberfläche noch was gefunden. Was das für ein Gnom ist? Obwohl der Dungeon völlig planar war, führte dieser zu einer deutlich höheren Position an der Oberfläche des Berges. Und? Passend dazu, wie wenn eine von Level-Designern gesetzte unsichtbare Linie übertreten worden wäre, verstärkte sich das Unwetter dort draußen. Es schien so, als würden die tosenden Winde noch länger anhalten. Ein weiterer Sturm zog auf. Okay, das mit dem... Das können wir einfach mal irgendwo abgeben. So. Das haben wir. Dann können wir mal hier gucken. Die Kreaturen des nicht frierenden Bösen wurden von dem tosenden Sturm heimgesucht und geschwächt. Das Artefakt würde dem ein Ende setzen. Macht Sinn, dass wir nicht während des Sturms raus sollten, aber hey. Das verzögert halt echt einiges, dieser Sturm, ne? Es ist Zahltag. Okay, dann holen wir uns gleich nach dem Sturm hier die Bösartigkeit. Machen wir uns dann mal auf den weiteren Weg. Beziehungsweise ich will ja dann auf jeden Fall auch mal das stärkere Kristallwesen hier killen. Aber dafür brauchen wir halt Dynamit. Wobei ich glaube, hier vorne müssten wir Dynamit kriegen. Ist eigentlich irgendeine Kreatur jetzt nicht Stufe 5? Der Sturm ließ nach. Außer Talia. Und zog weiter. Nö. Sind sie alle okay. Nee, hier gibt's kein Dynamit. Schade aber auch. Da ist das Dynamit. Kann doch nicht sein, dass ihr euch von dem Geschmeister unser gutes Dynamit abnehmen lasst. Los, ihr Magen! Ab nach draußen und bewacht das Zeug! Ach, da hinten läuft sie rum. Gut zu wissen. So. Du machst bitte mal das hier platt. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. So, dann... Ach, da kommt schon wieder ein Transporter. Das ist ja ganz doof. Nee, vielleicht lieber bei dem Turm in die Luft jagen. Weiteres Gestein wurde durch explodierendes Dynamit zerstört. Oh.
Schade, ich hatte gehofft, dass das den Turm komplett zerlegt. Aber scheinbar nicht. So, einmal kurz zurück zum Dungeon Herz. Und dann durch das Portal wieder. Und du. Den Steinklotz brauchen wir nicht zerstören. Was haben wir denn? Haben wir ein paar Tränke gefunden, ja gut. Witzig, der will den Kurs ändern. Würde ihm nicht viel bringen, aber hey. Da kommt noch ein Dingens. Das habt ihr geschafft. Die Patrouille kriegen wir nicht. Schade. Ja, dafür bräuchte ich hier hinten die Eingänge vielleicht, oder? Generell hätte ich halt meine Kreaturen hier hinten haben müssen. Okay, dann prügeln wir uns nochmal mit dem nervigen Golem. So, das mache ich vor allem halt, um die besseren Zauber und so zu bekommen. Und das hier können wir halt auch nochmal erforschen, einfach für mehr Kreaturen. Wir brauchen zwar aktuell nicht viel mehr Kreaturen, aber hey. Und kriegen wir zumindest trotzdem noch mehr Kreaturen. Es ist Zahltag. Sie hat sich mal nicht dahin teleportiert, wo sie einfach instant geheilt wird. Oh, ihr macht das schon, ne? Dann könnte ich mal die Holztür abreißen. Und hier neu hinsetzen. Feinde haben den Dungeon betreten. Sehr unhöflich. Aber kein Problem. Abermals suchte ein tosender Sturm das Gebirge heim. Da sollte ich echt mehr drauf achten. So. Einmal dahin Getränk. Und generell den Gegner ein bisschen was um die Ohren von hier. Und können wir, achso, den Meteorschauer können wir uns einfach nicht leisten, weil wir zu wenig Mana haben. Okay, das kann ich akzeptieren. Ein vom Sturm erfasster Heldentrupp verlor eines seiner Mitglieder, als er von seiner unsympathischen und von Rache besessenen Anführerin gnadenlos weiter hindurchgetrieben wurde. So, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Gut. Wollen wir unseren Kreaturen ein bisschen Zeit zum Entspannen gönnen? Würde ich sagen, machen wir. Und ich würde auch sagen, dass wir uns Zeit zum Entspannen gönnen. Ich habe nämlich gerade mal auf die Uhr geguckt und erschrocken festgestellt, dass wir schon über eine Stunde dran sind. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin werden unsere Kreaturen sich ein bisschen ausgeruht haben und generell haben wir dann noch ein bisschen
ja nicht wirklich mehr an Forschung oder sowas, aber Ressourcen werden mehr sein und ich meine, wie gesagt, Forschung ist halt momentan noch nicht mehr viel Sinnvolles. So ein paar Sachen kann ich mir noch erforschen, Schneiderlinge. Ich kann sogar noch recht viel erforschen. Ach komm, dann schalten wir die Wachstube frei. Wie gesagt, naja, ich halte nicht so viel davon. Aber gut, wie gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.